Als Führungskraft bei Akris ist mir wichtig, dass wir mit Menschen unterwegs sind, die gerne zusammenarbeiten, die miteinander ein Ziel haben und die miteinander vorwärts gehen. Den Kollegen und den Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen und die Probleme und Bedürfnisse einfach ernst zu nehmen und vor allen Dingen wahrzunehmen. Und ich glaube, um sie wahrzunehmen, muss ich mich eben einlassen auf den Kollegen und auf die Mitarbeiter. Sofort Bedürfnisse erkennen, dass ich auch auf sie eingehen kann. Und unabdingbar, unerlässlich ist das Vertrauen zum Kunden zu schaffen. Dass die Mitarbeiter mit sehr viel Freude und Leidenschaft zur Arbeit kommen. Und das möchte ich dadurch erreichen, dass ich den Mitarbeitern mit Respekt begegne. Mit Merck & Moore habe ich das Persönlichkeitsprofil Discovery durchgeschafft. Da habe ich meine Stärken und meine Schwächen kennengelernt und vor allem auch, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Was ich ganz toll finde, ist, dass die Mitarbeiter das Ganze sehr ernst und sehr wahrnehmen. Und häufig war das Gefühl, da kommt ein Trainer vorbei und erzählt ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und eigentlich gefühlt zwei Wochen später ist alles vergessen. Und wir haben so eine gemeinsame Serie aufgebaut, wo die Mitarbeiter erkennen, wo ist der Leitfaden und warum machen wir das Ganze. Total begeistert von ihren Trainern, weil ich spüre, mit welcher Hingabe sie versuchen, den Markt, die Mitarbeiter jedes Jahr weiterzuentwickeln. Und das merke ich halt eben dadurch, dass sie jeden Mitarbeiter jedes Jahr wieder von neu mit Vornamen ansprechen, dass sie die Lebensgeschichte der Mitarbeiter kennen. Und da spüre ich, dass, wie viel Vertrauen mittlerweile aufgebaut worden ist. Für die Zukunft werde ich anders auf meine Mitarbeiter zugehen, sie dort einschätzen und einsetzen, wo sie ihre Stärken haben und auch Schwächen respektieren und stehen. Das eigene Führungsverhalten zu hinterfragen und die Mitarbeiter auf eine höhere Ebene zu bringen und das eigene Führungsverhalten eben auch so zu strukturieren, dass wir den Mitarbeitern Mehrwert bieten können. Und ich glaube, dass wir alle Mitarbeiter dadurch besser machen und das Konstrukt oder die unsere Firma eben als eins auch zusammenwächst. Wir sind ja als Team unheimlich zusammengewachsen. Und das spüre ich natürlich dadurch, dass die Stimmung hier im Haus richtig gut ist, dass die Mitarbeiter mittlerweile übergreifend arbeiten, dass Mitarbeiter ungefragt in anderen Abteilungen aushelfen und einfach sagen, Mensch, kann ich dir noch beistehen, kann ich dir noch irgendwo die Ware wegtragen, also einfach um Hilfestellungen zu geben. Merck & Moore hat mir die Gelegenheit geboten, eine Selbstreflexion zu machen auf meinen Charakter, auf meine Stärken und auf meine Schwächen. Das ist sehr, sehr wertvoll für meine Tätigkeit, auch dass ich nicht mich erkenne, sondern auch mein Gegenüber wahrnehme, wertschätze und somit kann ich Erfolg erzielen.